Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Rick Future Podcasts. Ich bin der Tim und heute alleine hier, denn ich habe auch nur zwei Neuigkeiten mitgebracht, das heißt nur, es sind zwei schöne Sachen. Einmal eine neue Veröffentlichung, die habt ihr vielleicht schon entdeckt, wenn nicht, dann umso besser kann ich sie euch heute präsentieren und ein kleiner Servicehinweis in eigener Sache. Beginnen wir also mit dem ersten Thema, mit der Veröffentlichung. Wir haben eine neue Soundtrack-Veröffentlichung für euch. Die Folgen 16, 17 und 18 habt ihr schon längst gehört, die sind erschienen, aber die Musik dazu hat noch ein wenig auf sich warten lassen. Das hatte den Grund, dass wir ein bisschen auf das Cover gewartet haben. Das hat etwas länger gedauert. Und wir haben uns natürlich auch Mühe gegeben, eine runde Veröffentlichung zu machen. Also nicht nur die Musikstücke so quasi reinzuwerfen, sondern sie auch schön miteinander zu verknüpfen, ineinander übergehen zu lassen, zu präsentieren und so weiter und so fort. Herausgekommen ist eben die Piratentrilogie als Soundtrack. Folge 16, 17 und 18. Mit 126 Minuten Musik, das ist unsere längste Veröffentlichung bisher. Und da drin findet ihr alle wichtigen Stücke, manche kleineren Stücke, die nur so Untermalung waren oder so geräuschhaft, sind nicht mit drin, weil die zum Anhören ein bisschen langweilig gewesen wären. Aber kondensiert auf das Schönste und Beste ist jetzt dieser Soundtrack für euch abrufbar. Bei den Streamern könnt ihr es hören oder eben runterladen auf der Rick Future Website. Ja, und ich bin sehr froh und sehr stolz. Das war ein längerer Abschnitt, hat mich über mehrere Jahre begleitet, diese Trilogie, die Piratentrilogie. Und jetzt ist eben auch die Musik endlich auf der Welt für euch isoliert hörbar. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten. Und ich hoffe, es macht euch ebenso viel Spaß beim Zuhören. Lasst uns gerne wissen, was ihr zum Soundtrack denkt, ob ihr Lieblingstracks habt und was so eure Lieblingsmusikstücke generell bei Rick Future sind, da sind wir auch sehr neugierig. Könnt ihr bei Spotify zum Beispiel machen, dass ihr da uns unter dieser Podcast-Episode was kommentiert oder ihr könnt uns auch auf YouTube unter diesem Video, wenn ihr das auf YouTube als Podcast abonniert habt oder anschaut, könnt ihr es auch drunter schreiben als Kommentar. Wir haben da viele Wege, auf denen ihr uns kontaktieren könnt. Und sind immer gespannt auf euer Feedback. Viel Spaß mit dem Rick Future Soundtrack zu Folgen 16, 17 und 18 der Piratentrilogie. Und jetzt noch der kleine Service-Hinweis, der interessant ist für alle von euch, die auf Audible unterwegs sind. Denn unser Rick Future Podcast ist jetzt auch kostenlos über Audible verfügbar und abonnierbar. Für alle anderen von euch ändert sich nichts, keine Sorge, die Folgen sind weiterhin alle kostenlos abonnierbar auf der präferierten Plattform oder zum Runterladen auf unserer Website. Für Audible-Kunden und Kundinnen ist es eben jetzt möglich, die Rick Future-Inhalte an einem Ort zu haben, in einer App, wenn das für euch interessant ist. Und das war's im Prinzip auch schon. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast, wenn ihr bei Audible unterwegs seid, auch bewertet. Positiv bewertet im Idealfall. Da könnt ihr auch Sterne geben. Dazu muss man ein bisschen schon gehört haben. Also nur abonnieren und dann gleich bewerten geht nicht. Ihr könnt ja die Gelegenheit nochmal nutzen und vielleicht ein paar Folgen wiederholen und die Abspielposition dann auch in der Audible-App speichern lassen. Das ist auch ganz praktisch, wenn ihr jetzt von verschiedenen Geräten aus weiterhören möchtet. Das ist ganz praktisch. Und wenn ihr das getan habt, sehr gerne auch eine Bewertung. Das hilft uns, dass wir sichtbarer werden. Es ist und bleibt kostenlos, keine Sorge, und vielleicht eine kleine, feine Erweiterung für euch, die ihr bei diesem Konzern unterwegs seid. Tja, ja, und das war's auch schon für heute. Mehr habe ich nicht mitgebracht. Wir sind trotzdem im Hintergrund fleißig am Arbeiten an der 19 und an verschiedenen anderen Sachen, die euch noch erreichen werden dieses Jahr. Wir hören uns auf jeden Fall wieder spätestens bei der nächsten Rick Future Podcast-Ausgabe. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Hören und passt auf euch auf. Bis dann.